Das strahlende Siegerlächeln. Gerlinde Kaltenbrunner bekommt den ISPO-Pokal 2016. Ich war sehr überrascht, als ich gehört habe, ich bekomme diesen Preis, diesen Pokal und freue mich natürlich sehr drüber. Das ist schon ganz was Besonderes, was man wahrscheinlich nur, wenn überhaupt, einmal im Leben bekommt. Das ISPO-VIP-Dinner findet alljährlich im Rahmen der ISPO Munich statt und gehört zu den unbestrittenen Highlights. Hier wird jedes Jahr die Sportpersönlichkeit des Jahres mit dem ISPO-Pokal ausgezeichnet. Ja, den ISPO Cup, es gibt ihn ja seit 1971 und Sportgrößen wie Pelé, Max Schmeling, Alberto Tomba, Reinhold Messner haben den Cup schon bekommen. Heute Gerlinde Kaltenbrunner, die erste Frau, die alle 14 8000er ohne künstlichen Sauerstoff und ohne Hilfe bestiegen hat. Eine tolle sportliche Leistung und die sich auch noch sehr für die Nepal-Hilfe engagiert. Und das wollen wir prämieren mit dem ISPO Cup. Gerlinde Kaltenbrunner hat mit ihren Expeditionen und Projekten alpine Geschichte geschrieben. 1994 erreichte sie ihren ersten 8000er, den Broad Peak. Bis 2011 folgten die restlichen 13. Die Nordseite des K2 war der krönende Abschluss. Es prägt letztendlich mein Leben. Ich habe ganz viel gelernt durch die Berge, in den Bergen. Viele Erfahrungen gemacht, auch gelernt, Rückschläge zu verkraften. Also das ist fast so ein bisschen eine Lebensschule.